Vlado, wir hören jetzt dein Stück Sternenreise. Was sind deine Gedanken gewesen, als du das Stück komponiert hast? Meine Gedanken, das war ein großes Bild von Universum, von Sternen. Du weißt, es gibt diese Motive, ganz kurze Motive mit vielen Vorschlägen, mit vielen Verzierungen. Ich habe mir Sterne tatsächlich als etwas sehr Positives, als etwas Humorvolles dargestellt. Und das ist nur ein Aspekt im ganzen Stück. Aber es geht auch um das ganze Universum und um die ganze Reise ins All. Es erinnert mich so ein bisschen an das göttliche Lachen, wenn du sagst so von Humor. Oder was meinst du speziell mit Humor im Universum? Das göttliche Lachen, das könnte man auch so übersetzen, aber das war einfach nur eine Vorstellung in meinem Kopf. Ich konnte das jetzt nicht genau benennen. Also es geht tatsächlich um die Sterne, die für mich etwas sehr Humorvolles darstellen, wenn sie glitzern oder ja. Also ich muss sagen, ich habe manchmal gelacht, als ich es geübt habe, weil das ist wirklich richtig lustig. Ich gebe mal ein paar Beispiele. Ja. Und solche Motive durchziehen ja eigentlich, sagen wir mal, den ersten Teil immer wieder. Und dazwischen, beziehungsweise gleich am Anfang, das fand ich sehr spannend, da hast du sehr gleichmäßige Tonfolgen im Pedal. Das hat mich so ein bisschen an Bach erinnert. Wenn Bach über die Zeit und die Ewigkeit schreibt, komponiert, dann hat er auch immer ganz gleichmäßige Bassfiguren, die quasi die Zeit abschreiten. War das vielleicht auch eine Assoziation von dir? Nicht unbedingt mit der Ewigkeit, aber auf jeden Fall mit dieser Reise, die sich immer mehr gen Himmel bewegt. Ja. Und wenn ich noch ein bisschen ausholen darf, also ich habe tatsächlich auch gelacht, als ich das Stück gehört habe, genau über diese Motive. Also das war tatsächlich dann ein richtig humorvolles Stück von mir. Ja, das finde ich auch gut. Und warum soll es im Universum auch keinen Humor geben? Was mir besonders gut gefällt, dass sich das Universum tatsächlich klanglich ausdehnt in deinem Stück. Man sagt ja, das Universum dehne sich aus. Und dein Stück dehnt sich klanglich so weit aus, dass zum Schluss sämtliche Register dieser gewaltigen Orgel, der Gollorgel hier in der Marktkirche, auch zum Klingen kommen. Und ja, also da kann ich nur viel Freude bei wünschen. Und vielen Dank für diese Komposition. Gerne geschehen. Danke fürs Spielen.